Ja, Martin Fischer und Philipp Oswald, überraschend hier die gesetzten Inglot und Hui rausgenommen. Ossi, der zweite Main-Draw-Sieg von euch bei einem ATP-Turnier. Wie sehr freut denn der? Ihr habt das doch gegen ein sehr gutes Duo geschafft. Ja, wir freut uns riesig natürlich. Stadthalle ist ein tolles Turnier. Als wir am Montag angesetzt waren, hat uns nur noch mehr motiviert, aber wir wollen so lange wie möglich hier bleiben. Wir haben ganz gut gespielt. Was ich einen Vorteil, dass wir Quali gespielt haben. Dadurch hatten wir schon zwei Matches in den Beinen auf dem Center Court. Ja. Und ja, dann ist es ganz gut gelaufen. Spezielle Aufschlagleistung von dir kann man so lassen? Ja, die war okay, ja. Martin, wie gut tut dieser Sieg? Ja, ein Sieg tut immer gut und egal in welchem Bewerb und wenn es natürlich bei einem ATP-Turnier ist, da haben wir ja nicht so oft die Chance bekommen, da zu spielen, ist der Sieg natürlich umso schöner. Ja. Was ist da mit dem Rücken passiert? Du hast dich behandeln lassen müssen? Ich kann es da gar nicht genau sagen. Also der Schmerz kam zum ersten Mal, so habe ich den noch nie wahrgenommen und es war dann echt bei der Drehung, sowohl beim Return als auch beim Aufschlag, sehr schmerzhaft und habe dann Schmerzmittel bekommen und jetzt geht es etwas besser, aber werden wir das sicher gleich anschauen lassen. Ja, natürlich reden wir jetzt nur unter Anführungszeichen noch von einem Sieg, aber ist das irgendwie tut man sich da auch als neue Davis Cup Variante vielleicht auf mit so etwas? Ja, ich glaube, das sind die Dinge, wo wir uns Priorität haben im Moment. Wir haben gezeigt schon öfter, dass wir zusammen sehr gut Doppel spielen können und ich glaube heute beim Philipp war nicht die Auftragleistung hervorragend, sondern die Returnleistung. Wenn wir so returnieren und auch konsequent vorne die Sachen wegmachen, dann sind wir sicher für viele noch gefallen. Es hat überhaupt sehr viel gepasst heute, definitiv. Ja. Ja. Gar keine Frage. Für dich besonders Balsam ein bisschen auf die Wunden nach der Einzelniederlage gestern, die dürfte relativ weh getan haben, oder? Ja, ich habe es schon mal gesagt, Niederlagen sind nie so witzig. Natürlich hier in der Stadthalle hätte ich ganz gerne den Hauptbewerb erreicht, auch durch die Quali, aber wie man gesehen hat, sind in der Quali schon ganz gute Spieler. Da spaziert man nicht einfach durch und wie eingangs schon erwähnt habe, Siege nimmt man immer und ist natürlich schön, dass wir jetzt mit dem ersten Sieg hier noch weiter im Turnier verbleiben können. Ist es für dich, wo du im Ranking doch im Einzel deutlich zurückgefallen bist, ist es ein Thema, dass es nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr aufs Doppel doch ausgelegt wird mit Ossi? Noch kein Thema. Okay. Ja, Ossi, was glaubst du, was hier im weiteren Turnierverlauf noch drinnen ist? Kann man mit dieser Leistung auch die Top-2-Teams fordern? Ja, jetzt sind wir zuerst einmal, haben wir ich glaube den Latzko. Ich weiß, ich habe den Raschen noch gar nicht geschaut, aber Marion Saar, okay. Wir spielen, es macht Spaß und wir wollen, es kann weit gehen, aber mal schauen. Okay, danke euch.